Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zu einem weiteren Podcast. Heute reden wir, das sind ich, Christian und Noah, über unseren Smash Bros. Clan, SQT, beziehungsweise das Squid Team. Ihr wisst bestimmt alle, dass ich ein Teil von SQT bin. Aber vielleicht wisst ihr nicht sicher, dass die beiden es auch sind. Das habe ich, glaube ich, tatsächlich auf dem Kanal noch nicht erwähnt. Auf jeden Fall reden wir heute drüber, was wir für bedeutende Momente bei SQT erlebt haben. Die planen doch schon wieder irgendwas, ich sehe das. Was wir für bedeutende Momente hatten, was SQT für uns ausmacht, was lustig war, was nicht so schön war. Heute geht es einfach um den Clan. Und ich freue mich jetzt schon drauf, die beiden dazu zu schalten, dann wird's nämlich lustig. Nebenbei spielen wir Smash mit Items, also hui. Warum habe ich den Bot an? Ich habe die Zuschauer gerade schon gewarnt. Ja, wenn ich mich jetzt unmute, kommt eh irgendwas. Ich hatte recht. Also, ich würde sagen, ja, wir beginnen anfangen. Ja, wir. Also damit auch hallo von uns, ne? Ja, hi. Ja, jetzt für die, die noch nie auf dem Kanal waren, ihr wisst, wer die beiden anderen Keks sind jetzt. Und zwar deine Mutter. Ja. Also erstmal noch kurz jetzt Aufklärung. Ich sterbe schon von Niveaulosigkeit. Wir haben diese ja, hallo, ich will eine Anmoderation machen, ihr Fehlgeburten! Das war aber nicht! So, also ich bin von uns dreien am längsten bei SQT und man merkt, wir sind so, weil SQT. Junge. Jawohl, der Plan im ernsten Podcast. Der Plan, wo seriositätslos geschrieben wird. Ich kann gar nicht schreiben. Jawohl, wörtlich. Für die, die es nicht wissen, unser SQT-Clan-Logo ist der katholische Pömpel. Was will man da erwarten? Wolltest du nicht das ernsteste Thema am Anfang machen, oder ist das das ernsteste? Nein, das wollte ich kurz als Aufklärung machen, wo ihr es angesprochen habt. Es gibt nichts Ernsteres. Können wir jetzt mal zum richtigen ersten Thema kommen? Ich weiß jetzt nicht... Ja, mach hinne! Also, Noah, ich würde sagen, du beginnst. Du hast da wahrscheinlich eh nicht viel. Du bist noch nicht so lang bei SQT, aber... Der hat keinen langen. Junge, fick dich. Vor der Aufnahme noch. Ja, es sollte vielleicht ein bisschen seriöser als sonst sein. Hä, die Nachricht habe ich nicht gelesen. Die Nachricht? Nee, wir haben das geredet. Im Voice-Chat gemacht. Reden, verdammt. Naja. Ich höre euch zu, wenn ihr was sagt. Nein, auf jeden Fall, Noah, was war für dich so der bedeutendste Moment, sag ich mal, was für dich SQT bisher am meisten so geprägt hat, seit du da bist? Du musst erstmal pömpeln. Also, ja. Keine Ahnung, muss erst überlegen. Schön. Ja, Christian, fängst du dann mal an, wenn der Keck hier noch überlegen muss? Ja gut, ganz ehrlich, es war das Testen, weil ich wurde direkt von Marcel getestet. Also ich muss sagen, so, ich habe jetzt da passiert? Ich habe das jetzt auch nicht so gedacht, dass man nur einen Punkt hat. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, 3 oder 4 Punkte, deswegen. Ja, wenn halt du noch mehr hast. Halt auch. Aber, Junge, Marcel, ich habe mir halt gemerkt, so, der hat die ganze Zeit, verstehst du, was ich meine? Und der hat mir 10.000 Mal gleich irgendwie hintereinander Gratulation gesagt. Und es war großartig. Es war Marcel in Person. Also hier ganz kurz die Aufklärung für die ganz Ungebildeten. Marcel ist der Clanleader von SQT. Und ja... Ja, bester Clanleader EU West. Und unfähigster. Ja. Ja, deswegen... Wird ja nur ungefähr 5 Mal in der Woche eine Revolution gestartet. Ja, das ist auch immer sehr prägend. Der Moment, als ich Kreuzigungsbeauftragter auf den Server wurde, das war auch krass. Ja, wie war das? Da hat Marcel doch gesagt, hier, wenn wir beim nächsten Clan-Battle gut abschneiden, dann kriegst du offiziell die Rolle für einen Kreuzigungsbeauftragten, ne? Ja, wir haben zwar nicht gewonnen, aber es hat gereicht.
Ja, ich erinnere mich noch an das CB. Hast du ihm einfach gesagt, hey, mach ich mal Kreuzigungsbeauftragter? Ja. Mehr oder weniger. Ich erinnere mich noch, das war, glaube ich, mein erstes CB tatsächlich, seit ich bei SQT war, wo wir das dann hatten. Oh, als ich das erste Mal mit Nini auch gekämpft habe, so ein Clan-Member halt. Da stammt das legendäre Zitat von mir, ich war auch Suizidbomber, wo sind meine Jungfrauen? Okay. Das war einer der ersten Zitate auf diesem Server. Ich habe direkt einen guten Eindruck hinterlassen. Ja, das so erster guter Eindruck ist bei mir auch so eine Sache, über die ich reden wollte, auch wenn es bei mir... Warte, ich gehe mal kurz, wenn ich tot bin, gehe ich mal Discord auf dem Handy und suche mal die erste Nachricht, die ich geschickt habe. Ich glaube, das hat auch direkt einen ganz guten Eindruck gemacht. Ich glaube, du hast mit Hello There begonnen. Ey, ja, stimmt. Du kommst von uns, da bist du eh schon weg. Ja, die wussten, dass du von uns bist. Dementsprechend. Ja, da hatte ich schon direkt keinen Bock. Au. Nee, aber wo ich gerade drüber reden wollte, bei mir auch so Ersteindruck eben, bei mir war der, glaube ich, tatsächlich ein bisschen besser. Weil so ziemlich irgendwie ein Tag, nachdem ich beigetreten bin, gab es das... ich glaube, bisher einzige richtige 1v1-Tournament auf dem Server. Und ich weiß jetzt, was ich sagen kann. Da habe ich gefühlt alle zum ersten Mal gespielt auf dem Server und habe das Turnier am Ende auch tatsächlich relativ easy gewonnen. Da habe ich mir da natürlich gleich einen Namen gemacht. Hey! Geht. Nein. Ja, okay, also für mich... So, der erste prägende Moment war tatsächlich, bevor ich im Clan war, diese absolut chaotische Aufnahme. Ja! Die Aufnahme! Du hast ja schon seit zwei Wochen oder so gesagt, ich soll mal drauf kommen, aber ich wollte nicht, weil ich dachte, ich wäre zu scheiße. Bist du auch? Nee. ja, es gibt aber welche, ich bin aber nicht so beschissen wie Marcel. Ja, das ist eigentlich schon. Es kommt drauf an. Ja. Und? Und ja, dann einfach... Oh ja, krass. Und dann war ich halt schon auf dem Discord, aber noch nicht im Clan. Und dann einfach... ja, komm. Warte, was hast du da noch... Warte, jetzt musst du machen. Was hast du eigentlich Marcel gesagt? Also, die Sache war die. Wir hatten am selben Abend ein Super-Heavy-Tournament geplant. Und Marcel hat mich angeschrieben hier... weil ihm noch ein Member zu wenig war, der mitmachen wollte. Da habe ich einfach mal so eher aus Spaß gesagt, ja, der heute beigetreten ist, der Noah, der Main Bowser, der wird mitmachen. Dann hat der aber, Marcel hat das auch direkt gesagt, ja, okay, hier, will der reinkommen? Weil wenn ja, dann kannst du irgendwie jetzt Aufnahmeprüfung machen oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, das war verwirrend. Ja, du hast mir ja auch im Privatchat geschrieben und dabei 20 Mal was anderes gesagt. Weil Marcel sich selber nicht entscheiden konnte, auch weil sich zum Beispiel dann noch einer gemeldet hatte. Und letztendlich, hier, das weiß Marcel, glaube ich, gar nicht, das ist jetzt, vielleicht sieht er es, wenn, dann ist das hier jetzt tolle Beichte. Dann sollte ich hier Noah überprüfen, einfach die Tryouts machen. Habe ich mir aber auch gedacht, ich habe jetzt eigentlich was Besseres zu tun. Ich habe schon so oft gegen den Keck gekämpft. Ich mache jetzt keine Tryouts. Ich sag Marcel in einer Viertelstunde, dass er bestanden hat. Und das wird rausgeschnitten? Nö, das lasse ich drin. Nö. Ich meine, Junge. Ja. Außerdem hat's bisher was geschadet, dass du da bist. Ja. Er hat auch Tipp auch noch, eine Mesh, ja, noch aber ein bisschen erhöht. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, die Organisation von uns ist tatsächlich ziemlich gut. Nein. Wir sind nicht von Marcel. Das ist ja, die stimmt. Sache. Die Orga im Vergleich von zu anderen allen. Sind wir noch gut. Ja, ja, Digga, stimmt. Wir sagen jetzt mal keinen anderen Klarnamen, aber wir denken gerade alle ans selbe, bin ich mir sehr sicher. Ja. Ja. Oh, wir sind schon wieder die letzten zwei. Und dann war eben am Abend noch das Super Heavy Tournament. Ich weiß gar nicht mehr. Du hattest, glaube ich, gar nicht so schlecht abgeschnitten, oder? Ich habe auf die dümmste Art verkackt, die ich jemals im Smash-Kampf verkackt habe. Oh nein. Nice. Zuerst habe ich relativ easy gewonnen, dann habe ich knapp verloren. Und dann war der Kampf super knapp. Am Ende hatten wir
ich habe mit Bowser gegen K. Rool gespielt. Wir hatten beide irgendwie 150%. Gegen welchen? Und ich habe ihn gegrabbt mit der Side B von Bowser. Und er steuert mich die Ledge runter, sodass ich zuerst sterbe, weil, und wir waren beide Last Stock. Ah! Welcher K. Rool war das? Ich muss mal überlegen. Ich glaube, das war Owen oder L2. Roxas. Was? Der hat K. Rool gespielt? Ich glaube, er hat einmal Bowser, einmal K. Rool gegen mich gespielt. Ja, okay. Ich dachte gerade schon, vor allem wenn du so close gegen L2 oder Owen gewesen wärst, das waren ja dann mit mir die Top 3 in dem Tournament am Ende. Ja, gegen Owen habe ich knapp verkackt. Da haben wir uns einfach beide die ganze Zeit auf die dümmsten Arten überhaupt getötet. Nice. Oh mein Gott, wir sind alle slow. Oh nein. Au. Reed. Ja, haben wir noch einen nächsten Punkt oder sollen wir einfach weiterlabern? Eine Sekunde. Also, was ich zum Beispiel eben hatte, dieses erste Tournament, wo ich da wart ihr ja beide auch noch nicht da. Ich kannte da halt auch noch keinen. Das hat's auch noch mal relativ interessant gemacht, sag ich mal. Ich hab nur die ganze Zeit, der Einzige, den ich irgendwie kannte, war damals hier Co-Leader Nick. Den kennt ihr ja auch, Sanic Speed. Der ist danach geliefert und da... Und dann irgendwann wiedergekommen? Ja, andere Geschichte. Auf jeden Fall war der damals Co-Leader. Und der hat mich auch in den Clan geholt, über meinen YouTube-Channel halt, weil der mich da gesehen hat. Und der hat mir die ganze Zeit geschrieben, eben, wie gut so die Leute sind, gegen die ich als nächstes kämpfe, nachdem ich in Runde 1 gegen ihn selber gewonnen habe. Und wir hatten Single Elimination, also war er dann schon raus. Der hat mir dann die ganze Zeit geschrieben, wie gut die alle sind und dass ich wahrscheinlich keine Chance habe. Ich habe eigentlich jeden 2-0 besiegt. Der Einzige, ja, gut, den ich nicht 2-0 besiegt habe... Ich muss mal von der Switch wegschalten. Ich glaube, mein PC macht gerade ein Update. Nice. Der einzige Kampf, den ich dann eben nicht 2-0 hatte, war gegen Owen. Gegen den habe ich im Finale dann eben gespielt. Bei mir war so... Okay, gut. Ich habe es ohne hinzugucken verschoben. Von Owen hatte ich halt auch vorher schon ganz viel gehört. Aber am Ende 3-1 habe ich relativ easy gewonnen. Und ja, war halt ein guter Einstieg für mich im Clan. Dieser erste Moment im Voice ist sowieso großartig, wenn man merkt, dass die anderen genauso Autismus haben wie du. Ja. Ja, als ich beigetreten bin, war es noch nicht so schlimm. Das haben wir erst so alle ein bisschen mitgebracht. Was ich mich noch dran erinnere, ist eben, als ich getestet wurde. Bei diesem Heavy-Tournament auch das erste Mal im Voice-Chat war, hat auch direkt irgendeiner von Pornos oder so geredet. Guter Hit. Der legendäre Satz von Nini auch. Einer der ersten Sätze im Voice-Chat da drin. Die du gehört ich glaube, denen ist es egal, wenn ich das sage, das ist Nini. Boah, ja. Auf meinem Tisch liegen noch Kondome rum. Dem ist das einfach so Schnuppe. Richtig schön geflext, einfach so. Noah, du willst doch bestimmt ertrinken. Nö, irgendwie nicht. Oh, sad. Junge. Oh, ich hasse diese Ruhe. Kombo! Ne, ihr wisst ja vielleicht, ich habe das ja schon mal erzählt, ich wurde ja von wem getestet, der inzwischen nicht mehr im Clan ist, wegen Gründen. Ich will da aber mal keinen Namen sagen. Ihr wisst, wen ich meine, oder? Ja. Ja, ja. Und da habe ich mir auch schon gedacht, weil der an sich ja schon ein guter Spieler ist, auch wenn bei ihm nicht alles ganz richtig läuft, sage ich mal. Jetzt so. Das ist ein bisschen gemeiner formuliert, als es sein sollte, aber... Tut mir leid. Ja, wenn du überweist, dass du mal übersiehst. Auf jeden Fall wurde ich ja von dem getestet und habe mir schon gedacht, Inkling hier und war halt und schon warum, guter... Warum wurdest du eigentlich nicht von dem, der dich eingeladen hat, getestet? Der hatte irgendwie keine Zeit an dem Tag oder so. Man wird nicht immer von dem, der einen einlädt, getestet, wenn man von wem eingeladen wird. Oh, ich dachte kurz, ich lebe. Da habe ich mir auch schon gedacht, oh Gott, Alter, wenn der Typ hier schon testet, wie gut ist denn dann der Rest? Da kann ich doch gar nicht mithalten. Dann hab... das ist halt echt! Das ist halt echt das, wo ich drauf raus wollte. Ich war mit dem ersten halt nicht im Voice-Chat, weil der konnte irgendwie nicht oder so.
Und dann meinte Marcel, ich soll hier auch noch mal gegen ihn ein paar Matches spielen mit Voice Chat, dass er ein bisschen so gucken kann, wie ich drauf bin. Dann habe ich gegen ihn gespielt und habe dann sofort bemerkt, okay, die sind irgendwie doch nicht so gut. Okay, also wenn das der Leader ist, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Auf Full-Front-Basis. Regel Nummer 1, beleidige immer mal. Ja. Irgendwie diese gesamte Erzählung. Die Erzählung war jetzt saukurz. Irgendwer sollte das mitzählen. Aber war die ganze Zeit nur davon voll, dass ich andere gefrontet hab. Kann das sein? Ja. Wunderschön. So wie wir uns da gegenseitig durch die Gegend beleidigen, ey. Ja. Der zweite Punkt, ich weiß nicht mehr, was ich auf meine Liste geschrieben habe. Wunderschön. Warum machst du dann überhaupt eine Liste, wenn du jetzt nicht merkst? Keine Ahnung, weil ich geistig behindert bin, deswegen bin ich bei SQT. Warte, du hast dir eine Liste gemacht. Nein, nur die Liste. Nein, nur die Liste mit den Fragen vorhin, die ich euch geschickt habe, damit ihr wisst, worum es gehen wird. Ach so, die habe ich nicht durchgelesen. Schön! Hey, ist es gut? Ja, weißt du die Frage wenigstens noch? Na, das ist ja das Problem! Warte, ich... Ja, dann guck doch. Ja, kurz warten. Ich überleg schau einfach dran, grad. Spaß. Ich wollte ja immer noch den Tag eigentlich in meinen Namen machen, aber hab's vergessen. Sekunde. Sobald ich tot bin, okay, ich guck dann mal. Ich werd verlangsamt, da gebe ich mein Leben schon auf. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen hochscrollen, weil wir heute fucking viel geschrieben haben am Abend. Was geht eigentlich? Mein Controller hat sich disconnected, ich liebe es. Hallo, bitte ladet. Help me. Wir müssen noch nicht beladen. Ja, halt einmal. der zweite Punkt war tatsächlich schon die lustigsten Momente, so ungefähr. Also mein Highlight, da fange ich jetzt einfach mal mit an, war, als wir mal, bevor du überhaupt auf dem Server warst, Noah, wir waren noch irgendwie spät abends zu viert im Voice-Chat, Marcel war einer von denen und irgendwie letztendlich, wir waren alle so behindert, wir haben uns einfach entschieden, dass wir die nächsten Tage alle Marcel sind. Wir haben alle die Leaderrolle bekommen, haben uns alle genau Marcels Namen gegeben und sein Profile-Picture. Da habe ich mich schon gefragt, warum der auf Discord so kommt, warum ihr auf Discord so komische Anime-Bilder habt. Ja, und dann waren wir einfach irgendwie zu viert, Marcel. Es war wunderschön. Das war wahrscheinlich so eins meiner Highlights. Und der Abend, ja, als wir Team-Battles gespielt haben, wo wir zum Beispiel dann, da haben wir, glaube ich, erst mit dem Pömpeln richtig. Doch, an dem Abend haben wir den katholischen Pömpel erfunden. Mit ganz wichtiger Beihilfe von Owen, dem Hauptopfer des Pömpels. Ja, und von da stimmt auch, glaube ich, das legendäre Zitat, deshalb werden die Kinder geschändet von der katholischen, ja, Kirche, weil sie Satan sind. Ach so. Ja, das ist eines meiner Lieblingszitate, die ich gemacht habe, je. Wow. Ich glaube sogar, das war ich. Nein, das Zitat keine kam Ahnung, von wer mir. Das war, das weiß gesagt, ich noch. Wir haben es gesagt. Das weiß ich noch safe, das war ich. Bin ich. Es war wunderschön. Ich glaube, lustige Momente sind auch das, wo wir alle auf jeden Fall schon was von hatten, weil SQT. Ja. Was habt ihr denn da so? Ich weiß immer noch nicht, was da abging, ne? War das gestern oder vorgestern? Oder vorvorgestern? Keine Ahnung. Diesmal nicht 4, sondern 20 Leute, Marcel, waren. Das war aber auch toll. Plötzlich jeder Leader. Und ich glaube, jeder hätte theoretisch jeden kicken können. Du warst irgendwie 20 Minuten offline. Marcel hat sich gedacht, ich mach mal für 2 Minuten jeden Leader. Und das ist doch keine Combo, hoffe ich, im Slow-Mode. Oh, scheiße. Junge. Es war wunderschön. Ach, komm! Skill. Wow. Ich dachte kurz, du wärst früher gestorben. Dachte ich auch kurz. Ich muss mal mit
witzigsten Moment muss ich generell noch mal überlegen, aber... Sache ist die, bei SQT passiert so viel dumme Scheiße. Ja, das ist ja so viel Scheiße, die man nicht alles erzählen könnte. Und deswegen fällt mir gerade nichts ein, was so besonders ist. Also was natürlich auch wunderschön war die Erstveröffentlichung der Startversion von der Marcel X Sonic Fanfiction. Oh, ja, die ist auch großartig. Danke dir dafür. Es ist wunderschön. Allgemein, irgendwie... Kann es sein, dass Marcel und die ja so oft gefühlt so... sage ich jetzt mal, haben auf dem Server. Die dissen sich einfach den ganzen Tag gegenseitig. Ja, ich mach ja mit, ich bin da immer mit. Die haben sich doch jeder auch schon irgendwie fünfmal gegenseitig gekickt. Was? Echt jetzt? Das hätte ich verpasst. Ja, irgendwann hat die ja Marcel mal gekickt. Warst du da nicht dabei? Und es war doch zweimal. Nee, ich erinnere mich nur daran, als Marcel mal diese Kick-Commands von Mystics ausprobiert hat und ich aus Versehen irgendeinen Random gekickt hat. Ich weiß noch, wie er mal dich gekickt hat, Noah. Weiß ja, nicht mehr warum, aber... Ja, ich hab... Da hat er irgendwie geschrieben, dass er gerade offline geht. Und ich hab dann dir angeschrieben, also hey, er ist offline, schnell kick ihn. Und da hat er, das hat er noch gesehen, hat mich dann gekickt und mir eine Sekunde danach selber an den Weitlink geschickt. Joa. Skill. Das war einfach nur... Das Zeichen zählt, nicht die Tat. Genau. Er wollte zeigen, dass er immer noch dominant ist. Und dann hat er live getee-post. Der ist nicht dominant. Nee, eigentlich nicht. Dann hat er live getee-post. Im Voice-Chat. Marcel ist noch der Herr im Haus. Nee, das Haus im Herr. Der Haus im Herr. Ja, der Haus im Herr. Unser Zitate-Channel ist eh das Beste. Ich glaube, ich gehe gleich mal in Zitate-Channel nach dem Match und wir gucken einfach mal ein bisschen, was da steht. Das fasst eigentlich die Lage zusammen. Mal gucken, ob irgendwer den Kontext davon erraten kann. Nein, kann er nicht. Ja. Bei ein paar Sachen... Okay, also ich weiß es halt noch, aber die Zuschauer denken sich... Wenn's von uns ist, nein. Die Zuschauer, servus, habt Spaß beim Leiden. Andererseits, ihr habt auf dieses Video geklickt, da gibt's nichts anderes. Oh, der Podcast ist wundervoll. Der Podcast. Ich hab dich gelesen! Ich hab's dezent verkackt, mich umzudrehen, aber du bist zum Glück bad. Ich denke da so an ein spezielles... Ey, ernsthaft, der Typ hat sich ein Bild geschickt, wie er sich 4 Big Bags gekauft hat. Ja, ach ja, das war beim Doubles-Turnier, ne? Ach, meinst du, als er auf einmal, als wir in Grand Finals waren, ist er im Voice-Chat gekommen und hat uns aus einer fucking Kirchenzeitung vorgelesen? Ja, das ist mein persönliches Highlight, muss ich sagen. Ja, wir waren in Grand Finals, in einem Doubles-Turnier. Auf einmal kommt Marcel, da hatte jedes Team halt einen eigenen Voice-Chat erstellt. Marcel kommt auf einmal in unseren Voice-Chat und liest uns aus einer Zeitschrift der Kirche von seinem Ort vor. Und zwischendrin mein Lieblingszitat daraus: Oh, das ist aber eine geile Schnitte. Ja. Oh, da sind hübsche Mädchen drin. Fucking Marcel, und Digga. Von daher stand auch irgendwie dieses Zitat: Ich bin 1,60 groß und 90 Kilo schwer. So. Ja. Hä, passiert doch. Ja, hä, ist Digga. Und er da uns einfach so gerne erzählt, dass er irgendwann mal einfach so nachts rausgegangen ist, weil er Hunger hatte und sich 5 Big Macs bestellt hat. Ja, der hat auch irgendwie vor 10 Minuten ein Bild geschickt hat, wie er sich 4 Big Macs geholt hat. Das war ja, aber wegen dem Meme halt. Das war aber nicht das... Nee, das war aber anders, als er erzählt hat hier, wie bei seiner, keine Ahnung, irgendwann als er mit der Kirche eben auch weg war, weil er da früher ein Teil von war, wo dann die Priester... Oh mein Gott, die Kombo! Alles klar. Wo dann die Priester irgendwie die Mädchen geschändet haben. Bei dem gab's das echt, der sagt das auch immer, der macht die Witze drüber, weil der weiß, dass es wahr ist. Ich sag's halt einfach, ne? Der ist ein Magnet für Pädophile. Er ist ein Pädophiler. Und der Antipädog auch. Ja, er ist einfach Marcel. Ui. Oh, ich dachte irgendwie, ich wäre im Launchstar. Jetzt bin ich wohl tot, Happens. Kennt ihr das nicht? Ah, yes. Ihr wollt nur in den Stern springen und auf einmal seid ihr tot. Ja. Relatable. Ja, ich springe gerne immer in eine Supernova rein. Ach, stimmt. Noah, du bist gerade tot. Kannst du mal in den Zitate-Channel gehen?
Ja. Okay. Ich mach's gerade mal am Handy. Oh, yes. Mach's deinem Handy, oh ja. Oh, na, ich sehe gerade Carlson vom Dach, Digi, und direkt danach, Marcel, hat mich jemand gerufen. Ja, das hat so out of context geworfen. Ich weiß nicht mehr genau, was da noch drin war. Ich glaube, ich habe irgendein Star Wars Zitat gemacht und dann hat mich jemand gerufen, geschrieben, aber das ist auf dem Bild nicht drauf. Ja, ich habe es perfekt ausgeschnitten. Geil. Ich habe es perfekt rausgeschissen. Mm. Boah, was gab's noch für tolle Momente? Ich gehe auch mal in die Zitate. Ja, wir gehen jetzt. Ja, ich gehe einfach auf den Laptop hin. Ich bin einfach der krasseste Ficker hier im Ort. Du musst einfach Marcel auf ein Laufband stellen und 2 Meter vor mein Kind hinsetzen und ihm einen Pömpel geben und schon rennt er mit Lichtgeschwindigkeit und stellt unendlich viel Energie her. Genau. True. Ja, oh mein Gott, diese Diskussion, ne? Ja. Das auch, welche? Ich meine, sowas kannte ich auch schon vorher als Kollege, weil wir sind wir. Welche Diskussion meinst du? Da warst du leider nicht dabei, aber da haben wir diskutiert, wie wir mit Hilfe von Marcel unendlich Energie herstellen können. Und durch die Zeit reisen. Und durch die Zeit zu reisen, um Fortnite-Kids auszulöschen. Oh, ich überlege gerade, ich glaube, eines meiner Lieblingszitate, das ich je gemacht habe, habe ich gar nicht auf dem Server gepostet. Was denn? Ich überlege gerade, wie der genaue Wortlaut war. Das war ungefähr, da meine Existenz ein Fehler in der Matrix ist, Wenn ich mich in eine Waschmaschine begebe, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit dreht. Ja, das ist da drin. Ah, das habe ich gelesen. Das ist ein super Zitat. Ich glaube, das war eine der ersten Sachen, die ich auf dem Server gelesen habe. Ich wusste gleich, was hier abgeht. Naja, das war von mir. Was bei mir abgeht, wusstest du vorher auch schon. Ja, aber das halt die anderen, was halt diese Reaktion darauf auch. Die haben alle zugestimmt. Lese ich ein Zitat vor. Wenn ich welche überhaupt finde. Digga, wir haben einen Channel nur für Zitate. Wie willst du kein fucking Zitat finden? Ja, da halten aber irgendwelche Keks immer Diskussionen drin. Ich habe meinen Führerschein schon seit 2 Stunden, Marcel, meine Damen und Herren. Das Zitat gemacht hat er doch sogar hier auf dem Moalinisten-Server, oder? Ja. Ja, da haben wir GTA gespielt. Schöner Air-Dodge. Schöner Jump. Der Nonstar rette dich einfach. Oh, egal. Komm her, du dumme Sau! Ich bin jetzt auch gerade im Ding. Franzosen sind kacke, das ist der Klassiker. Ach so, ja, Franzosen. Ich weiß nicht, warum, aber... Ja, warst du eigentlich dabei, als er sich irgendwie eine halbe Stunde im Voice-Chat über Italiener aufgeregt hat? Nein! Ja! Das hier ist jetzt einfach nur noch über Marcel. Ich wollte gerade sagen, kann es sein, dass der Bereich lustige Dinge bei SQT einfach nur noch zum Bereich Marcel geworden ist? Und unser Outfit. Ja, entweder das oder Outfit. Marcel, jetzt habe ich Hornhaut an Stellen, an denen man keine Hornhaut haben sollte. Ja, ich finde aber im Kontext ist das nicht besser, das Zitat. Dazu kenne ich den Kontext nicht. Er hat irgendwie drüber geredet. Ja, wegen seinem Wii-Controller hatte das. Ja, er hat gesagt, dass er Brawl immer mit der Wii-Fernbedienung gespielt hat und dabei mit seinem Daumen, das so komisch immer das Steuerkreuz betätigt hat. Und deswegen habe er jetzt Hornhaut an Stellen, an denen man keine Hornhaut haben sollte. Relatable. Kennt man. Hm. Oh, scheiße. Denke ich mir auch. Bei Marcel ist einfach alles relatable, außer dem, was nicht relatable ist. Ach. Ja. Was ich persönlich beim Witzigen auch toll finde, ist mein Fake-Streit mit Gabriel. Ne? Die Hälfte von unseren Konversationen ist einfach so Maul, Gabriel, fick dich, Akas. So, wir machen es wieder even mit Skill. Nee, du hast falsch gesagt, sagst nicht Maul Gabriel, du sagst halt Maul Cancer.
Manchmal sage ich auch fick dich, Gabriel. Ja, stimmt. Ein S-Spieler. Ja, Digga, einfach der krasseste Beat auf dem ganzen halt Server. Warum hat das keine... So. Aha. Das ist ein Zitat, das nicht von seltsam, dass bei Gendorf Siegerpose aussieht, als hätte er eine Unterhose an. Geil. Also, das ist ein Zitat. Das ist ein Zitat, das ist nicht von Marcel, aber das finde ich auch wunderschön. Ich vertraue Owen da nicht ganz. Ja, Owen ist 13, vertraut lieber einem 18-jährigen erfahrenen Alkoholiker. Ja, Nini, Junge, auch ein laufendes Meme. Nini ist auch der... Irgendwie habe ich das Gefühl, Marcel und Nini sind nicht fürs Gameplay da, sondern nur für die Memes. Ja, die sind auch beide so durch. Nini ist immer emotional support. Wie bin ich tot? Er ist immer so emotional. Ja. Ah! Ich gehöre zu erst. Yes! Das merkt man daran. Relatable! Er ist emotional. Schlaganfall! Mein Netz ist so wie ein Hurensohn, schwanger. Ja, das ist irgendwie. Das ist als jetzt der Zitate. Rate mal, von wem das ist. Das ist als der Zitate, wer wo ich mir. Könnte das wohl sein? Ich habe das ja neulich schon erzählt, wie ich so die Zitate durchlese und bei der Hälfte denke ich mir, hab ich das gesagt? Und bei der anderen Hälfte denke ich mir, das klingt schon nach mir. Das war ein das klingt schon nach mir Zitat. Ja, also wenn ich das einfach hören würde, wenn ich nicht wüsste, wer das gesagt hat und es einfach stehen würde, hätte ich mir schon denken können, dass du das warst. Ja. Meine Mutter hat einen Ständer, das müsst ihr alle wissen. Aber stimmt auch. Hakuna Matata, mal in meinen Ofen, du scheiß Schwein. Ah. Seien wir mal ehrlich. Die Wallisten bringen SQT halt noch so viel extra Autismus. Ja. Das ist einer meiner Lieblingszitate überhaupt. Was auch so ein ganz wichtiger Punkt an SQT ist. Dieser ständige Religionskrieg zwischen Satan, Gott und Walin. Can you please not kill me? Danke. Ja. Junge. Ich weiß auch nicht, wie wir das gestartet haben. Ich habe einfach angefangen, Leute. Ja, wie ist das eigentlich passiert, dass dieses Walin-Bild, was ich bearbeitet habe, zum Emote wurde? Ja, das habe ich mir so gewünscht. Das haben wir für einen Religionskrieg gebraucht. Ja, oh, jetzt bin ich tot, jetzt kann ich mehr Zitate vorlesen. Schön. Oh yay, yeah, Skill. Den Schiss aus der Nase nennt man auch Schnupfen. Das war wert Scribble.io. Oh, ja, das ist auch ein richtiges Marcel-Zitat. Ein Smash-Clan funktioniert komplett anders als ein Smash-Clan. Ja. Es stimmt einfach. Ja. Er sollte Philosoph werden. Ah, yes, seit wann spielt Rob Elton? Ich. Ah, yes, Elton, mein Lieblings-Smash-Tor. Ja, ist so. Von wem war das Zitat nochmal? Das war von Balinisten, weiß ich, aber mein Stammbaum ist so ein Kreis. Ich glaube, meine Nachfahren sind in die Vergangenheit zurückgereist, um mich zu zeugen. Ich glaube, das war sogar Leander. Ja, das ist möglich. Ja, das klingt nach Leander. Gut, dass wir uns da einig sind. War es zusammen mit den furzenden Mädchen im Europapark? Kann sein. Weil dann war es Leander. Okay, es war auf jeden Fall Leander, das davor war. Ich glaube, Nintendo will uns so gegenficken, so ein Rachefick, so. Ja. Ja, das war Leander. Ich glaube, es gibt kein Zitat, das Leander besser schreibt als das. Der gute also, alte Rachefick. Bei dem man nicht mehr so denkt, so dass von Leander ist, direkt. Hallo, kennst du nicht den guten alten Rachefick? Los, werdet gemacht. Oh! Halbgombo! Team-Kompo. Christian, lebst du? Also ich meine, ich bin nur in den Zitaten drin. Und in deiner Mutter, was? Ich wollte gerade sagen, Digga, das in irgendwas drin sein ist auch so eines der häufigsten Out-of-Context-Zitate, kann das sein? Ja. Wie komme ich in euch rein, zum Beispiel? Von wem war das? Das ist, keine Ahnung. Ich komme nicht in euch rein.
Ich glaube, Marcel hat auch gesagt, ich komme in den Streamer. Ja, das habe ich eben gesehen. Das ist auch einfach Marcel. Manchmal frage ich mich auch, ob Marcel das eigentlich absichtlich macht oder ob der wirklich so durch ist. Ich glaube, der ist wirklich so durch. Ich glaube, manchmal ist auch ein bisschen Absicht, aber an sich ist er schon lost. Manchmal ja, aber... Wer halt so Sprachfehler ist und generell, wenn wir irgendwann mal im Voice sind, drin sind, das ist wie so ein Kindergarten, den man nicht unter Kontrolle hat, ne? Jetzt würde ich langsam mal zum nächsten Punkt kommen. Ich sehe gerade, da hat der Durchfall erst richtig reingeschissen. Ja, aber können wir mal zum nächsten Punkt kommen mit den schlechtesten Sachen, weil da haben wir eine Story, die, ich weiß nicht, inwiefern du die kennst über das Doubles-Turnier, Noah. Ja, aber von dem Turnier weiß ich überhaupt nicht, außer dass ich im Hamsterfissen war. Ja, also an sich, ich beginne mal mit dem Erzählen, du machst dann später weiter, Christian, so machen wir das jetzt einfach. Und zwar, wir waren eben Team Hamsterfisten, wie gesagt, sind ins Turnier gegangen, komplett ohne Erwartung, einfach in der Hoffnung, was Lustiges zu machen, dass wir sogar im zweiten Kampf gelandet haben, das war toll. Und haben dann einfach unseren Spaß im Tournament gehabt, auch wenn halt 2v2 online hat relativ geleckt, auch noch deutlich überdurchschnittlich für uns. Und es lag eindeutig an einem von uns halt auch, weil in jedem unserer Matches, aber in anderen Matches anscheinend nie. Letztendlich haben sich die meisten halt nicht so wirklich drüber aufgeregt. Passiert halt, sind eh nur Friendlies. Bis, ich glaube, das war Loser Finals, wo wir dann gegen so ein Team gespielt haben. Der eine ist so toxisch gewesen, Alter. Erzähl du mal, was da los war, Christian. Ja, ich war ja wahrscheinlich der mit dem bisschen schlechteren Internet, aber wir waren ja, wie gesagt, halt so viert, ne? Bedeutet, der hat uns die ganze Zeit über sehr leichte Lags aufgeregt. Bei vier Personen. Natürlich auch mit der. Also Nintendo das Online schönste. Laggt so sehr, auch wenn jeder eigentlich gutes Internet hat. Das Schönste fand ich noch so die Begründung, dass wir ja auch extra die Charaktere so picken, die unterm Lag nicht leiden. Du warst Quajutsu. Ach ja, Quajutsu, da macht ja Lag gar nichts. Quajutsu wird vom Lag gebufft, das wissen wir doch alle. Ja, das ist für mich ganz toll. Das ist großartig, wenn ich 10 Lass mich raten, der Typ hat Samus gespielt. Nein, Dark Pit. Nee, keine Ahnung. Okay. Und ich hatte halt zum Beispiel in einem Kampf auch einige 1v1-Situationen gegen den, in denen ich ihn halt einfach zerstört habe. Der hat da wirklich nicht gut performt gegen K-Rule. Ich glaube dem, dass er ein guter Spieler ist, das sagen auch viele, aber der hat da einfach nicht gut performt. Aber am Ende war natürlich nur Lag schuld. Und K-Rule-Spieler, die laggen ja auch sowieso alle, ne? Weiß man ja. Hat er auch extra nochmal dazu betont. Dieser Charakter macht ja extra viel Lag. Ja, und jedenfalls ist er nach 10 Stunden gefühlt in dem Squidward abgegangen. Wir hatten extra Tournament Chat dafür. Mit dir, also unser Squid Police, also im Grunde zweiter Admin, diskutiert hat, sie persönlich beleidigt hat. Und Marcel hat er gefragt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Marcel ist unser Leader. Ja. Warte, war das dieser Typ, der gebannt wurde? Ja, er hat gesagt, er sollte gebannt werden, ist dann aber selber gelieft. Ach so, der auch dich getestet hat? Nein, das ist ein anderer. Der war da schon weg in dem Doubles Tourney, den kennst du überhaupt nicht. Der ist auch überhaupt nicht mehr auf dem Server, von dem wir jetzt reden. Jedenfalls hat jeder schon so gesagt, ja, mir halt war der Lag egal. Ja, vor allem, der musste auch jeden Kampf betonen. Nochmal schön fragen, ob alle anderen, die gegen uns gespielt haben, auch schön wenig Spaß hatten. Alle haben immer gesagt, es war okay, Digga, jetzt reg dich nicht auf. Und er meint jeden Kampf noch, hier, guck mal, Marcel, keiner hat Spaß im Turnier wegen denen. Und alle haben gesagt, doch! Junge, dieses Turnier war halt wirklich einfach so just for fun. 2 gegen 2 hat hier niemand irgendwas drauf. Ja, 2 gegen 2 ist ja generell eigentlich ziemlich broken auch. Und nicht wirklich für competitive. Doch schon. Ja, okay, aber geht. Also ohne mit Friendly Fire geht's auf jeden Fall, haben wir auch gemacht. Ich hasse es. Aber ich fand halt wirklich so,
das Behindertste, was er gesagt hat, weil wirklich wieder noch verlangt hat, dass hier ich und Christian beide dauerhaft von CBs ausgeschlossen oder aus dem Clan gebannt werden, weil wir unseren ganzen Clan dann... Weil sie ein schlechtes Internet hatten. Ja, weil wenn Leute mit so einem Internet hier im CB mitmachen, Digga, da ist der Clan ja ganz schnell in der Szene unten durch. Da, man hat ja auch einen Ruf zu verlieren, so, ne? Ja, ist ja nicht so, dass wenn das ist ja nicht so, dass so ein Ruf durch Leute wie ihn kaputt geht. Ja, er hat dann ja weil am mein Ende Ruf noch, kaputt geht, nicht deiner. Er hat am Ende dann ja noch so gemeint, what the fuck, als ob du den Beastball da erwischt hast, hat viel gebracht, aber er hat am Ende dann ja noch so ungefähr gemeint zu Marcel im Privatchat, dass er ja auch eigentlich mehr zu sagen hat als Marcel, weil er ist halt ein besserer Spieler. Und er carried ja auch. Er hat dann, das hat Marcel doch erzählt, da waren dann wirklich Aussagen drin, die so ungefähr waren, ich carry ja sowieso den ganzen Clan, ihr alle könnt euch nicht hineinversetzen in meine Situation, wie das für einen wirklich guten Spieler ist, sowas zu erleben. Der Typ wirkt, als wäre er gerade 11 und der erste Phase der Pubertät. Ja, so hat war sich auch... Das so. Der ist, glaube ich, ich bild mir ein, Marcel hätte erzählt oder irgendwie vorher, das stand da, dass der tatsächlich älter ist als wir, aber aufgeführt hat er sich... glaube ich nicht. Aufgeführt hat er sich auf jeden Fall wie 11 oder so, wenn nicht jünger. Es war halt so unnötig dumm und er hat's halt auch einfach nicht gelassen. Das ging wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde lang. Und er hat immer weiter gemacht. Auch als er verwarnt wurde und alles, als hier... ihm gesagt wurde schon, jetzt hör mal auf, sonst kriegst du Verwarnung und alles. Er hat immer weitergemacht, bis halt am Ende dann irgendwann Marcel auch gesagt hat, ja, du wirst jetzt gebannt. Punkt. Und dann hat er ungefähr gesagt, ich lass mich nicht von jemandem wie dir bannen, ich liebe. Ja, nochmal so, nochmal extra einen dummen Spruch zum beim Weggehen machen. Ich glaube, er war halt hauptsächlich ein Offline-Spieler und dann ist er ein Online-Clan, weißt du? Ja, das ist halt die Sache. Wenn man wie soll ein Offline-Clan ist, überhaupt existieren? Das geht schon, wenn kein Corona ist, sowas, aber... So, ne? Wie wir halt aufgestellt sind, könnten wir nicht online machen. Offline. Wir können nicht online machen, Digga. Unser Online-Clan hat keine Chance online. Wir können das nur geht offline. Nicht, ja. Sometimes it just doesn't work. Yes. Und das war halt so an sich die Story über das 2v2-Tournament. Es war dann halt ein bisschen, hat am Ende einfach alle abgefuckt, hatten auch die meisten, denke ich, keine so tollen Erinnerungen dran. Yay. Was? Skill! Am Ende, wir haben dann auch selber deutlich besser abgeschnitten, als ich zumindest erwartet hätte. Weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber wir waren ja tatsächlich Zweite, ein Match vom Tournament-Win entfernt. Und ja. Ja, also, ich habe ehrlich gesagt gar nichts erwartet. Ich auch nicht. Weil ich die tollen Team-Kombos in Free-for-All schon gesehen habe, wo wir zwei Hits hintereinander gemacht haben und schon Team-Kombo geschrien haben. Wir haben teilweise nur einen Hit gelandet und das geschrien. Ja, irgendwann im Kampf hat der andere schon mal einen Hit gemacht. Also war es ein Team-Kombo. Ich find's aber immer noch schön, wie wirklich meine mit Abstand beste Team-Kombo im Doubles-Tourney in Winners Finals mit dem Gegner gegen Christian war. Ja, wir haben den getötet, indem wir Friendly Fire ausgenutzt haben. Ach so, diese eine, war das mit dem Konter da? Nein, ja. Das war nicht das, was wir meinten meinte. Ich meinte wirklich, das war ja nicht Winners Finals, das war Marcels Team, als ob die in Winners Finals wären. Ach so, du meinst, wo ich dich zusammen mit der Kanone geschossen? Ja, mit der Kanone in den Cannonball dich reingehitzt hab, aus dem vom Gegner noch raus. Das war der 80% Combo gegen dich. Gegen den Ja, Spiel gegen mich. Yes, einfach Skill. Ich glaube, sonst außer diesem Doubles-Turnier hatten wir halt, glaube ich, alle nicht wirklich schlechte Erfahrungen bei SQT. Kann das sein?
Ja, es gab recht wenig eigentlich. Jetzt halt ein bisschen die Situation neulich nochmal mit dem, der mich da auch getestet hatte, wo wir alle ja auch ein bisschen so, ja, das war seltsam. Ja, Digga, einfach Among Us. Ich erklär's jetzt mal nicht weiter, ja, aber... Ja, klar. Sehr schön. Und das war es eigentlich halt, mit dem Punkt, was Schlimmes war, glaube ich. Ich finde halt, womit es dir... Ich glaube, das ist der nächste Punkt. Wenn nicht, dann ist eh scheißegal. Weil, fick dich, Jason. okay. Danke. Ja, das mag ich halt auch so an unserem Clan. Wir sind nie wegen irgendetwas salty. Und wenn wir etwas ernst nehmen, dann ist nicht, dass wir ein Clan sind. Ja. Dadurch macht halt alles so viel mehr Spaß. Ja, auf diesem Clan, wenn irgendwer was beleidigt war, außer dieser eine Typ da mit dem Lag, dann war es eigentlich nie irgendwas Ernstes. Ja. Wir beleidigen uns den ganzen Tag durch, aber dadurch nehmen wir es halt auch nicht ernst, weil wir wissen, das ist alles Ironie. Ja, weißt du, wenn man... Allein, man müsste einfach mal bei Discord nach Fick dich suchen, dann gibt es da über 1000 Ergebnisse. Ja, möglich. Wenn man bei uns mal während einem CB in einem Clan, in einem Boys-Chat ist, ne? Das ist einfach, du spielst Smash und ab und zu mal gehst halt kurz aus der Arena raus, aber ansonsten beleidigst du die anderen Leute. oder halt auch bei dem einen was anderes machen. Das ist jetzt auch nochmal ein bisschen Real Talk. CB. Das gefällt mir halt aber noch ganz gut. Wir beleidigen uns den ganzen Tag, aber wenn's nötig ist, dann haben wir auch hier wirklich Teamgeist bei SQT, so bei CBs und sowas. Ja. Also wir können auch anders. Wir wollen nur oft nicht. Wobei das Ernsteste war bis jetzt eigentlich das Newcomer-Event von EB. Ja. Das war das Newcomer-Event. Das war ein relativ großes Tournament mit vielen Clans. Das Ende war halt so sad. Wir haben so gut gespielt für unsere Verhältnisse. Das klingt jetzt so schlecht, ja, aber wir haben eigentlich echt gut Verhältnisse gespielt. Klingt, wenn man das irgendwann sagt, egal wann man es sagt, hört sich immer scheiße an. Wir haben Problem halt vier Clans, die ungefähr auf unserem Level sind, gepömpelt und die sogar besser waren, tatsächlich auch ziemlich, ja, gut besiegt. Wir hatten einen Clan, da ist zum Beispiel auch der Typ drin gewesen zu der Zeitpunkt. Ich glaube inzwischen nicht mehr. Ja, der wechselt doch eh täglich. Der mich getestet hat, ja, ich weiß gerade nicht, ob der inzwischen im Moment überhaupt einen Clan hat, aber auf jeden Fall, der war da zum Beispiel drin und wir haben es echt gut gespielt gegen die. Da kann eigentlich niemand was gegen sagen. Haben auch gewonnen, auch wenn das ein sehr starker Clan ist. Gönn dir. Und am Ende, wir haben halt in der Gruppenphase, es gab vier oder fünf Spiele für jedes Team. Wir haben auf jeden Fall alle außer einem gewonnen. Die zwei Besten der Gruppenphase kommen weiter und wir sind rausgeflogen. Ja. Weil wir halt wirklich fast perfekt gespielt haben. Ich habe halt wirklich einen der schlechteren Clan alleine auseinandergenommen und dann... Weißt du, was das Tolle ist? Du hast gegen diesen einen schlechten Clan irgendwie alleine 9 Stocks acht Stocks geholt. Insgesamt hatte ich im Event trotzdem mehr als du. Lol. Ja, ich hab halt bei den anderen ziemlich scheiße gespielt. Ja, ich hab halt, ich hab immer so 3 Stocks, 4 Stocks geholt, aber ich hab halt auch gegen ziemlich gute Spieler gespielt. Irgendwie der eine Game & Watch, der gefühlt unseren Clan fast im Alleingang gesweept hat, habe ich ja 2 Stocks geholt, hätte ich fast gewonnen, das regt mich immer noch so auf. Vor allem hätte ich nicht am Ende das gefroht, wären wir wahrscheinlich ja noch weitergekommommen. Ich hatte immer so Unlucky-Sachen, wo ich mir so dachte, Alter, das Spiel gönnt mir einfach. Ich erinnere mich noch... Ja, genau an den wollte ich gerade auch. Da erinnere ich mich noch so hart dran, wo du dann halt auch gefreestockt wurdest, so komplett sad. Und wir dann rausgeflogen sind, weil wir so hoch verloren haben in diesem letzten. Es war einfach traurig. Aber an sich war es trotzdem letztendlich hier... Wir haben gut gespielt und kann sich auch keiner beschweren über die Leistung, weil ich bin tot. Zum Dritten. Wir hatten Spaß dabei, uns zu überlegen, dass man Pömpel-Merch machen kann. Ja, und wir haben die anderen Clans einfach so gebaitet, ne? Das waren einfach die Mega-Mind-Games.
Wir haben ja im Chat dann alle so geschrieben, praise the Pömpel, einfach weil ist er unser SQT-Insider. Und die dachten dann alle, wir gehen auf Luigi. Ja. Und Alter, die Verbindung. Ah, yes. Es war so toll. So mit Lag kann man ja nicht spielen. Ja, ich bann dich Stelle aus. Auch an der Stelle auch Shoutout an unseren Streamer, Joni. Ja, der war so... Er war so durch, aber wir mögen ihn alle. Vor allem, ich habe das Gefühl, so die Hälfte der Zeit war der komplett gegen uns. Der hat die ganze Zeit so den anderen Tipps gegeben. Ah, er war schon krass, muss ich sagen. Wir haben ja noch vorher mit dem im Stream so aus zur Übung gespielt. Ich habe das Gefühl, der hatte im Tournament dann selber auch so ein bisschen den Eindruck, dass so wir zwei einfach dafür da sind, zu zweit den Clan zu carryen. Immer wenn es irgendwie knapp geworden ist, habe ich dem sein Commentary sofort gehört. Ah, ich sehe schon, Digga, da ist jetzt der King GD im Hintergrund schon wieder am Aufwärmen. Der kommt da gleich rein. Digga, habe ich mir auch gedacht. Entspann dich mal. Ich will hier nur normal spielen. Und dann das Beste, was er gesagt hat. Ich weiß nicht mehr, wie genau es war, aber mit der Brotbox. Was? Mit der Brotbox. Da hat Ness gespielt und der hat die ganze Zeit so kommentiert. Ja, Digga, der will dem Ness gerade seine Brotbox klauen. Der kriegt er die Brotbox jetzt. Das ist Ness sein Frühstück. Alter, Noah, guter Play. Das ist Ness sein Frühstück, Digga. Das ist einfach der Schulmobber. So. Der hat, glaube ich, dick gesoffen. Ich will jedes einzelne CB als Kommentator haben. Ich bin ehrlich. Bin ich dir ausgewichen. Die Sache ist halt, der hat davor ja schon, der hat irgendwie fast 24 Stunden gestreamt davor. Dementsprechend ja, war der klar. Halt auch komplett durch. Team Cover! Ich wollte ja noch mehr draus holen. Krass. Digga, musst du deine Zeitlupen-Kombos immer mit der Abbeef finishen? Ist mir vorhin schon aufgefallen, du machst es immer. Will wer hier rein? Oh, scheiße, ich wollte Christian Grip. Ich stehe da, warte, bis wir in Launch-Style geht und dann sterbt ihr beide einfach neben Noah. Ach so, scheiße, ich dachte, ich wäre Christian. Ich hab mich gerade gewundert. Dauern. Hast du Bock auf einen Beastball? Oh. Ich wurde gefingert! Ah! Please don't eat my ass. Ja gut. Haben wir noch einen Punkt auf der Liste? Jetzt hier 10 Stunden nicht. Aber auch toll, was auch toll an diesem Clan sind einfach diese dumme Diskussion um 2 Uhr nachts. Ja. Viele. Hilfe, ich habe gerade an meinem Handy aus Versehen irgendein Bild. Ich würde gerne diese eine Story im NSFW-Channel erklären, aber ich glaube es, ich weiß nicht, ob Marcel und Dia das wollen. Ne? Ja, nee. Lass es lieber. Ich lass es lieber, aber es war trotzdem großartig. Ich kann es dir danach nochmal erklären. Ja, ich würde sagen, wir beenden dann gleich. So, der letzte Punkt war an sich ein kleines Fazit. SQT kriegt eine 9 von 10 Pömpel-Bewertung. Der Leader ist zu lost für eine 10. immer zu empfehlen. Ja, nee, das macht's ja besser. Ja, das macht's besser. Ja, er müsste halt organisatorisch was hinkriegen. Wow, Hype. Hype. Ja, und das war unser Podcast über Squid Team SQT. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Pömpel da. Wenn du noch was sagen willst, dann jetzt. Ja, fast genau eine Stunde. Ist komplett sinnlos. Ich kauft euch Pömpel auf eBay und Günther macht ein Autogramm drauf. Oh ja. Also die werden dir persönlich von Marcel in den Arsch geschoben. Und Marcel, wenn du bis hierhin guckst, du bist ein Hurensohn. Außerdem Ehre. Ja, aber das auch. Er hat schon recht. Aber auch Hurensohn. Ja, schon Hurensohn.